Welcome to the Jungle! Willkommen wieder zurück zu Kingdom Hearts Final Mix in der Welt von Tarzan! Wir sind jetzt hier im Urwald. Was ist das eigentlich hier untersuchen? Oh! Time Attack Wagen? Bin doch kein Affe! Was soll ich denn damit? Ach, das war hier sogar noch so ein Minispiel. Man kann nämlich auf Zeit auch hier mit diesen Lianen rumschwingen. Das ist eine Stelle im Spiel, die ich nicht so toll finde, weil irgendwie funktioniert das nicht immer richtig. Hier ranspringen. Und dann mit und hopp muss man halt rechtzeitig an die nächste Liane wieder ran. Sonst haben wir verkackt. So, warte mal. Irgendwie kann ich hier jetzt richtig rüberspringen? Ja, kann ich. Wir müssen nämlich wieder zu dem Baumhaus zurück, wo Sora am Anfang abgestürzt ist. Weil eigentlich wollte uns ja Tarzan zu den Gorillas führen und da oben waren dann Kertschek und seine Mutter. Also seine Aufziehmutter natürlich. Und naja, irgendwie, die hatten natürlich, verständnisweise hatten die Angst. Wieso komme ich denn da jetzt nicht ran? Verarschen? Achso, warte mal, und hopp. So, ich will nämlich hier zu der Truhe hier hin und sie öffnen. Weil ich ein Mithril bekommen habe. Nicht Mithril-Erz, sondern Mithril. Gibt immer verschiedene Arten. Oh Gott, wo muss ich hier überhaupt hin? Ich glaube, da hinten. So ganz kompliziert. Deswegen finden viele Fans die Welt eigentlich auch gar nicht so toll. Weil die etwas verwirrend sein kann. Und das mit den Lianen schwingen ist auch nicht so mein Fall. Guck mal, konnte man sich irgendwie so drehen? Da steht und hopp. Naja gut. Er macht es, glaube ich, eher automatisch, sobald das dann leuchtet. Man darf nur nicht zu lange dranhängen. Weil sonst reißen die Lianen auch ab. Das wäre... Scheiße! Er ist schon wieder abgerutscht. Er ist ein Trottel. Mein Sora. Ey, genau das hasse ich an dieser Welt so sehr. Der springt einfach nicht richtig. Warum hast du jetzt losgelassen? Warum bist du nicht auf der Plattform gelandet, du Mongo? Das kann was werden. Das ist nämlich... Ah, das ist so scheiße. Wem ist das eingefallen? So, hier geht's nämlich wieder nach oben. Das ist so blöd. Wenn du runterfällst, landest du nämlich wieder da unten bei den Nilpferden. Kannst alles wieder raufklettern. Du Spacken! Mach mal was richtig! Du sollst da irgendwie... Hallo? Also hier. Du sollst hier ranspringen und deinen fetten Arsch darüber schwingen, Sora. Na gut, fetten Arsch hat er jetzt nicht, aber ich meine ja nur. Immer wenn das und hopp aufleuchtet, dann springt er zur nächsten Liane. So, bitte. Ich will mal zu der Truhe dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkomme, aber eigentlich müsste das gehen. So, komm, bitte. Und hopp! Und hopp. Und hopp. So, und abspringen. Oh, meine Fresse. So, komm, jetzt bitte vorsichtig hier rüber zu der Truhe. Boah, das kann so kacke noch werden. Nee, echt mal. So, und öffnen. Was ist hier drin? Der 28, 29 und 30 Welpen sind auch ausgelaufen. Na bitte. Ich habe es ja eh erwähnt. Ich möchte ganz gerne auch in diesem Let's Play hier wieder alle 99 Dalmatiner-Welpen finden. Was natürlich dementsprechend lange dauern wird, aber... Egal. So. Warte mal, irgendwo... Das war nämlich genau der Grund, warum ich mich damals im ersten Let's Play so ein bisschen verlaufen hatte. Weil es hier irgendwo einen Baum gibt, an dem man raufklettern kann. Und ich habe das damals irgendwie nicht gecheckt. Ich hatte das nicht gesehen. Aber irgendwie hier ist das noch nicht... Oh Mensch, wo war denn das? Ich glaube, jetzt muss ich mal... Ich glaube, dass ich hier hingeschwungen bin, war jetzt echt nur für die eine Truhe mit den Welpen. Ich glaube, was anderes ist hier nämlich nicht. Nö, hier kann man auch nicht raufklettern an den Baum. Nö, ich muss wieder zurück. Oder besser gesagt, ich muss jetzt eigentlich... Warte mal, abspringen? Eigentlich muss ich da lang. Nicht wieder darüber, sondern... So. Vor allem Donald und Tarzan, die stehen einfach noch da rum. Ich muss jetzt hier, ich muss jetzt eigentlich gerade dahin... Aber das Problem ist, er macht das irgendwie gar nicht. Weil wenn ich jetzt selber... Nö, vergiss es. Durchfall. Wartet. Das war so ein bisschen doof. Hey, die hab ich mir letztens gar nicht geholt. Bin ich dumm? Egal, eine Mega-Potion ist immer mega geil. So. Komme ich von hier... Ne, wahrscheinlich komme ich von hier nicht... Upsala! Nö, komme ich natürlich nicht hin. Warum nicht? Boah, du dickes Hippo! Tauch doch nochmal unter.
Warum komme ich da drüben nicht hin? Ich glaube, das geht echt erst, wenn man höher springen kann oder so. Aber von hier kann ich wenigstens auf das hier rauf und von hier dann wieder... Ist auch ein toller, das nennt sich die Nilpferdteich und da sind genau zwei Nilpferde drin. Das ist ein tolles Gebiet, echt. Zwei Nilpferde, ne? Das ist nicht gerade viel, aber egal. So kommst du wieder rauf. Wo muss ich hin? Wie komme ich da jetzt weiter? Ich kann aber von hier nur in die eine Richtung. Ich kann nur in die eine Richtung schwingen. So, ranspringen. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So, und jetzt hier so... Ah, das ist so umständlich kompliziert. Wem ist denn das Spielefeature eingefallen? Toller Level-Designer, echt. So. Ich kann aber hier ranspringen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt da drüben hin. Da drüben in die Richtung, da wo Sora jetzt hinguckt, da muss ich hin. Weil sonst würde ich ja wieder im Kreis zurückspringen, sehr dämlich. Aber wie geht das? Er schwingt nämlich immer hier hin. Seht ihr, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Warum, Sora? Nein, nein, nein. Du sollst... Ich verstehe... Hä? Verarschen? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich komme da gar nicht hin. Jedenfalls nicht von hier. Oh, ich hasse diese Welt. Der Film ist geil, die Welt ist scheiße. Und zwar alleine deswegen. Ja, Tatsache, du könntest ruhig mal mitkommen. Du könntest mir ja sagen, wo es lang geht, aber... Er sagt mir ja nichts. Hier noch weiter nach oben bringst, glaube ich. Ne, das bringt gar nichts. Okay, dann fallen wir wieder runter. Spring runter. Hier war doch... Platsch. Hier war doch noch eine andere Stelle, wo ich raufklettern konnte. Da drüben, oder? Irgendwo. Da konnte ich ja auch rauf. Mann, Sora! Nee, warum springst du auch so dumm? Das ist voll die dumme Sprungphysik. Man sieht euch das mal an. Bitte, welches Kind oder welcher Mensch springt denn bitte so, macht immer die Beine auseinander? Wie blöd muss man hier springen? Ist doch total bescheuert. So. Beziehungsweise, was bringt mir das, wenn ich hier bin? Ich komme an die eine Truhe da irgendwie ums Verrecken nicht ran. Aber ich will da hin. Sora! Nein, er kann es nicht. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Wo war denn jetzt hier nochmal die andere Stelle zum Raufklettern? War das hier drüben irgendwo? Ich glaube, das war hier drüben. Ah, ne, gut, es sind drei. Gut, es sind drei Nilpferde und nicht nur zwei, aber das macht's auch nicht besser. So, hier kommt man, glaube ich, wieder nur zum, zum Zeltlager zurück. Das bringt jetzt nichts. Hier geht's nochmal rauf. Genau, hier geht's auch noch rauf. Ich glaube, da muss ich von hier weiter. Tiefer Urwald. So, genau, seht man, jetzt bin ich nämlich wieder hier, bei dem Speicherpunkt. Genau, genau, es ist okay. Puh, ganz ruhig. Ganz ruhig. So, ich muss jetzt erstmal darüber. Das zieht sich auch immer, das zieht sich wie Kaugummi. Na, komm schon. Das zieht sich wie Kaugummi. Jetzt muss ich da drüben, glaube ich, weiter, weil hier ja nichts ist. Hier war da drüben war nur der Truhe, der war jetzt schon offen. So, komm, bitte Soran, bitte spring richtig. Halt dich bitte fest. Schon wieder nicht. Ah, meine sicken Sora, warum bist du so dumm? Ich weiß nicht, manchmal, das wechselt sich auch immer so blöde ab zwischen und hopp und dem Abspringen. Jetzt ist er scheinbar abgesprungen. Ich hasse das. Welchem Trottel ist das eingefallen? Das ist das dümmste Feature im... Naja, zumindest in der Welt. Ich muss nicht unbedingt sagen, im ganzen Spiel, aber... Ich war da nie so ein Fan von. Mach mal was richtig. Du sollst richtig springen, Sora. Das kann doch nicht so schwer sein, du Trottel. Spring einfach an diese scheiß Liane und schwing dich da rüber, du Idiot. Das kann doch nicht so schwer sein. Immer wenn das hier... Das ist so scheiße. Wie gesagt, hier. Abspringen und hopp. Abspringen und hopp. Ich hasse das. Ich finde das so scheiße. Ganz ehrlich. So toll ich den Film finde, so scheiße finde ich ehrlich gesagt auch die Welt. Und da bin ich nicht der Einzige. Da sind viele Fenster an sich. Ich muss jetzt irgendwie da drüben hin. Da drüben.
Das kann es ja auch nicht sein. So. Muss ich gucken. Okay, wie sieht eigentlich auch immer die nächste Liane automatisch an? Ja, so ein bisschen. Ich kann wenigstens gar nicht die Kamera drehen. Das ist echt ein bisschen blöd. Warum, Sora? Warum? Warum? Das ist... Nee, sorry, Leute. Ich mache das ja nicht absichtlich. Das ist das Spiel. Wenn der Trottel zu blöd ist zum Springen, kann ich ja nichts dafür. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt auf den Top und er rutscht davor einfach mal ab. Sora! Ich hasse das. Das ist die... Das macht die Welt eben so scheiße. Hätte so gute Ansätze und dann... macht er so einen Shit-Scheiß-Dreck. Ich verstehe es nicht. Wie kann man nur so einen Dreck sich ausdenken hier? Das mit den Lianen ist einfach nur dumm. Ich meine, ja, im Dschungel gibt es Lianen, aber muss das sein? Muss das echt so blöd sein? Ich verstehe nicht, wieso der Trottel sich da nicht richtig... Lande einfach auf diesem... So! Spacko! Und jetzt hierhin! Und weh, du lässt wieder los, oder ich... Ich warne dich. Oh, danke. So, Dschungeleingang. Das ist jetzt wieder ein etwas anderer Bereich hier oben, obwohl hier sind leider noch mehr Lianen. Dschungeleingang. Und ich glaube, von da komme ich jetzt irgendwo nach... Oh, da sieht man eh schon die eine Ranke. Ich glaube, da muss ich dann rauf. Oh, Alter, wenn der jetzt wieder loslässt, ich warne dich. Ich glaube, dann lande ich ja wieder bei den Pferden, oder? Hier ist nix. So, warte mal, oder? Bin ich hier... Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass ich hier gar nicht richtig bin. Kann das sein? Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung mehr. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist so dermaßen scheiß dumm verwirrend aufgebaut. Ich meine, ernsthaft jetzt. Das ist nicht witzig. Muss man, vor allem muss man so oft muss man hier lang springen. Was ist so, das ist so blöd. Wem ist das eingefallen? Ich will, ja, da sehe ich jetzt aber, da sehe ich jetzt die Ranke zum Rand springen. Also da bin ich jetzt richtig. Alter, ich warne dich so, wenn du jetzt loslässt, ich bring dich um. Dann haben wir zwar keinen Protagonisten mehr, aber das ist mir auch egal. So, und jetzt noch einmal hier einfach abspringen und landen. So, geschafft. Und das, was ich halt damals im ersten Let's Play echt absolut nicht geschnallt habe, ist, dass man hier an der verfickten Kletterpflanze raufklettern kann. Ich habe das damals echt nicht geschnallt. Na, Sora, bitte, dankeschön. Jetzt kommen wir nämlich wieder zum Mammutbaum. So, und von hier aus kommen wir auch zum... Warte mal, was ist das? Eine verwelkte Blüte. Kann ich da irgendwie draufhauen? Nee, tut sich gar nichts. Egal, auf jeden Fall von hier aus kommen wir jetzt wieder zum Baumhaus. Oh, ey, das war so ätzend jetzt gerade. So, genau hier, ne? Baumhaus. Wait, Kerchak, please. You don't understand. I was only trying to. Ah, a snake slithered by. You see, I saved that poor gorilla's life. Das glaubt doch niemand, dass Clayton jetzt den Gorilla... Man hat doch gesehen, dass er auf ihn gezielt hat. Das kann er seiner Urgroßmutter erzählen, dass er ihn von einer Schlange gerettet hat. So ein Schwachsinn. So. Gut, also das war jetzt der eigentliche Grund, warum wir jetzt hier nochmal hin mussten, um dieses Ereignis auszulösen.
Aber ich glaube, jetzt müssen wir wieder nach unten. Das ist so blöd. Hin und her und hin und her und her und hin und hin und her. Das ist in der Welt ein bisschen viel rumgerenne. So, waren hier nicht noch irgendwo Truhen? Weil hier war doch so ein komisches Holzboot, was da irgendwo rumhängt. Also hier ist mal nix. So, sind wir da oben. Wie kann man denn da nochmal hin? Ich glaube, das geht noch gar nicht. Da muss man ja was ganz anderes erstmal können. Ich glaube, dass das echt noch überhaupt nicht geht. Ja gut. Sonst scheint es hier nichts zu geben. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich wieder nach unten, ne? Jump down. So. Genau. Speicherpunkt. Ist alles okay. Und ich glaube jetzt... Warte mal, hier. Baumwipfel. Moment mal. Baumwipfel? Bitte. Das ist so ultra fies. Guckt mal ganz genau hier auf den Boden. Kann man das überhaupt sehen? Kann man das sehen? Hier ist ein grünes Trio-Symbol direkt vor Soras linken Fuß. Seht ihr das? Das ist, glaube ich, eines der am fiesesten versteckten Trio-Symbole im ganzen Spiel. Dass man auf einem grünen Grasboden, Blätterboden, ein grünes Trio-Symbol hinmacht. Das haben die doch absichtlich so gemacht. Das kann man so leicht übersehen. Also gut, ein bisschen sticht es heraus mit der grellen Farbe, aber ich finde, wenn man nicht genau hinguckt, sieht man das gar nicht. Das ist so fies. Naja, das ist das einzige... Mammutbaum, ja, das ist das einzige, was es hier gibt. Mammutbaum, Totenbaum? Na was denn jetzt? Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder nach unten. Oh, jetzt kommt doch mal diese blöde Rutschpartie. War das nicht sogar so, dass man das als Minispiel noch machen konnte? Ich glaube schon. Aber auch erst später. Ich glaube, wenn man die Welt abgeschlossen hat. Da geht's, glaube ich, auch dann sogar noch ganz woanders hin. Doa, und ich hau mir jedes Mal hier den Kopf an. Du bist doch echt ein Blödian. Man sieht doch hier kaum was. So. Ich glaube, da drum ging es nämlich noch nach links. So. Ja, jetzt sind wir wieder beim Zeltlager. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt nochmal mit Jane quatschen? Ist Sabo wieder? Sabo ist wieder da, ich höre ihn. Da ist er. Kommst du her? So, er kriegt nämlich gleich wieder ein Level ab. So, und zwar jetzt. Maximale P sind gestiegen. Obergeil. Alter, wie ich den einfach mit Feuer zuballere. Mit Feuer kann man voll schnell schießen, ne? Das ist er wieder da hinten hin. So, es kann sein, dass ich jetzt mit Jane wieder sprechen muss. How could you do such a thing? Now, Miss Porter, as I told you, I was not aiming at the gorilla. You are not to go near the gorillas again. Oh, because of one mishap. Come now. What am I doing with these imbeciles? Blasted gorillas! I'll hunt down every last one of them! I'll track them down somehow! I'll stake my life on it! Was zur Hölle ist denn jetzt schon wieder passiert? Irgendetwas hat Clayton angegriffen. So, erstmal wieder alles komplett vollgefüllt. So, quatschen. Ja, Mr. Clayton ist kein schlechter Mensch. Er ist nur aufbrausend. Ach komm. Jane, du bist zu gutherzig. Der Typ ist ein Arschloch. Sag's doch einfach. Der ist ein Arschloch. Ah, wusste ich doch. Jetzt sind die Herzlosen da. Jetzt sind die da. Die geben 4 Punkte. Gar nicht mal so übel. Die sehen jetzt aus wie Affen. Damit sie halt in die Welt passen. So, Tarzan hat ein Level up. Maximum LP sind bei ihm gestiegen. So. Protestgummi erhalten. Von dem Gorilla. Natürlich. Oh, der hat das gedroppt. Ein Achatsplitter. Aha. Ein Aha-Splitter. So, erst ab jetzt sind die Herzlosen da. Okay, wir gehen nochmal ins Zelt. Weil ich mich hier immer wieder gratis heilen kann und wieder raus.
So, ich weiß gar nicht, wenn man immer das Zelt verlässt, sind die Herzen dann nämlich automatisch wieder da. Respawnen die nicht sofort wieder? Ja, natürlich. Das kann man eigentlich auch super zum Level nutzen. So. Einfach immer ins Zelt rein und wieder raus und dann kommen die immer wieder. Oh, oh, weibliche. Die sind ein bisschen flinker. Alle, die kann in der Luft laufen. Was soll das? Die Affenhirn. So, Betäubungsschlange ist schon geil bei denen. Oh, die geben ja... Wow, die geben ja richtig viele Taler. Oder klauen die mir das gerade? War das mein Geld, was ich verloren habe? Irgendwie... So, und Tarzan wirbelt so komische Luft rum. Das ist Aeromagie. Die lerne ich später auch nochmal selber. Das ist irgendwie... Ein bisschen doof ist es ja schon. Wenn man das nicht unbedingt will. Heilen. So, wieder raus. Da sind die, glaube ich, wieder. Da komm, jetzt renne ich an denen einfach vorbei. So, bloß nicht triggern, Bambusdickicht. So, da sind wieder welche. Kommt her! Die ganze Affenbande brüllt. Oh, Potion gedroppt. Ja, die droppen immer unterschiedliche Sachen. Hin und wieder auch sowas. Ich weiß gar nicht, sind die so feuerempfindlich? Offensichtlich. Kann ich denn den Pelz verbrennen? So. Ich muss da gleich mal ins Tagebuch von Jiminy reingucken, wie die überhaupt heißen. Feuergummi erhalten. Er will mir immer denselben Gorilla retten. Der gibt uns jedes Mal einen Gummistein dafür. Wo hat er die überhaupt gefunden? So, kurz Tagebuch. Charaktere herzlose. Wie heißen die jetzt? Antromur sind die männlichen. Antromur, ein affenähnlicher Herz, also äußerst angriffslos und besitzt eine hohe Sprungkraft, mit der er selbst unebene Gebiete mühelos überwindet und sein Ziel attackiert. Besonders Nahkämpfer scheinen ihm zu liegen, wodurch es zu einem Zehnkampf werden kann. Ja. Mach dich mal nicht so zum Affen, du Affe. So, und die kleinen, die weiblichen, das sind die Antrobinen. Die weibliche Variante des Antromur, anders als er, ist sie jedoch sehr ängstlich und beschießt ihr Ziel aus der Ferne mit einer Spatzenschleuder oder greift aus dem Hinterhalt an. In kritischen Situationen macht sie schnell einen Rückzieher, was den Kampf zusätzlich erschweren kann. Die hat echt eine Schleuder! Was ist das denn? Was? Es gibt noch andere? Achso, Moment, das muss irgendwo der... Genau, hier, das sind die, denen ich schon mal offscreen kurz begegnet bin, die sogenannten Pufungis. Die sehen wirklich witzig aus. Ein merkwürdiger Herzloser, der anhänglich zu sein scheint. Von friedlicher Natur tut er niemandem etwas zu leid. Er verschenkt des Öfteren Items, wenn man ihn von seinen Qualen befreit. Der ist mir halt ein paar Mal schon in der bist du in der Welt von Alice aufgetaucht, ist mir da schon mal begegnet. So, Schattenbahn, Panzerrüstung, und jetzt hier genau, der Stelzenknüppler. Stelzenknüppler tauchte im Wunderland auf und behinderte die Suche nach Alice, sah sich als Artist, der sich selbst Tische und Stühle zunutze machte, um seine Gegner zu attackieren. Mit seinen schwingenden Coin versuchte Sora und seine Freunde kurz und klein zu schlagen. Das hat er aber nicht geschafft. So, Charaktere 2, gut, hier Tarzan. Genau, Gorillamutter heißt ja Carla, genau. Dann haben wir hier noch Jane, Naturforscherin Clayton, der olle Sack Terk. Ja, das habe ich früher auch nie gecheckt. Das ist wirklich ein Gorilla-Mädchen. Ich finde, das sieht man jetzt nicht unbedingt. Ich dachte früher immer, dass das ein Gorilla-Männchen ist, aber anders ist es ein Gorilla-Mädchen. So, Kerchak eben, das ist der Silberrücken, das ist der Anführer. Alter, ist der vielleicht groß? Also wenn der eine runterhaut, bist du auch weg. So, dann noch Carla, das ist seine... Ziehmutter, die hat er damals gefunden. Und Sabor. Ein Leopard, vor dem sich der ganze Dschungel fürchtet, ein Feind Tarzan und Sagolis. Sabor ist ein gerissener Jäger, der ist auf die Schwachen hilflosen abgesondert. Also, der ist auf die Schwachen. Also, eindeutig männlich. Also, doch ein Leoparden, kein Geparden, wegen den Flecken. Und weil er auch in Bäumen lebt, weil Geparden gehen nicht auf Bäume rauf, Leoparden schon. Weil er halt so schnell ist. Aber es ist halt, wie gesagt, an den Flecken kann man es erkennen. Weil Geparden haben doch nur so schwarze Tupfer. Und Leoparden haben so große Flecken, so wie er hier. Deswegen ist er ein Leopard. Passt schon. Kann auch sein, dass wir ihm mindestens noch einmal über den Weg laufen werden. Aber Leute, ich glaube, ich werde den Part lieber mal beenden. So, die Story brauche ich jetzt auch nicht vorlesen. Wissen wir ja eh Bescheid. Weil ich bin mir nicht sicher, ob nicht jetzt schon bald schon der Boss kommt von dieser Welt. Deswegen wäre es, glaube ich, besser, wir gehen wieder zurück zum Zeltlager. Weil ich da noch speichern kann. Ist, glaube ich, die bessere Alternative. So. Mal schön alles auffüllen. So, jetzt gucke ich nur ganz kurz wegen den Items. Wer hat was? Donald hat gar nichts. Das ist schlecht. Kriegst mal 2 Potions. Tarzan, der hat 3 Potions. Ich habe 2 Potions und einen Mega-Ether. Okay.
Ja, okay, ich würde sagen, das reicht. Goofy hat im Moment nichts, der ist aber auch nicht in der aktiven Gruppe, das ist nicht so schlimm. So, Status. 165 für die nächste. Also, okay, na passt. Im Moment kann keiner Level Up machen. Jetzt haben wir es ja gerade vorhin schon wieder. Stufe 16 für Sora, Stufe 18 für Tarzan. Donald ist gerade noch Stufe 13. Richtig schlecht irgendwie. Warum ist der, warum hat der so einen geringen Level? Verstehe ich nicht. Egal, wir speichern einfach mal. So, überschreiben ja. Und dann sage ich wieder recht herzlich Dankeschön fürs Zugucken und vielleicht gibt es im nächsten Part eventuell sogar schon den Bosskampf in dieser Welt. Weil ich weiß sonst nicht mehr, es gibt noch ein oder zwei Abschnitte, also zwei Gebiete in dieser Welt, die wir noch nicht besucht haben, wo wir aber noch hin können. Und dort kommt es dann, glaube ich, irgendwann auch zu dem Kampf gegen diesen Feind, der Clayton angegriffen hat, den wir aber noch nicht sehen konnten. Alles weitere dann im nächsten Part von Kingdom Hearts Final Mix im tiefen Dschungel. Macht's gut und bis dann. Tschüss!